So Leute, lange ist es her. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hoffen, euch hat das letzte Video gefallen mit dem kleinen Ausflug nach Rotterdam, den wir unternommen haben. Wir fanden, das hat uns sehr viel Spaß gemacht und auch der Bericht im Fernsehen ist sehr, sehr schön gewesen. Wenn ich ihn finde, steht er mal unten in der Videobeschreibung, der Link zur Mediathek dazu. Genau, jetzt sind wir wieder unterwegs an einem Spot, der euch ja sehr wohl bekannt ist. Hier haben wir schon einiges an Sachen rausgefischt, ob es nun Pistolen waren, ob es Mörsergranaten waren. Genau. Dazu benutzen wir natürlich die Magneten von Magnetar. Da gibt es, wie wir es immer sagen, die besten Magneten. Den Rabattcode Maskottchen-Co. könnt ihr gerne benutzen bei einem Einkauf. Da spart ihr 10% und ihr helft uns dabei ein bisschen oder unterstützt uns ein bisschen, ohne extra mehr zu bezahlen, weil wir kriegen einen kleinen Anteil an euren Einkäufen. Genau, das würde uns sehr unterstützen, weil wir dadurch natürlich auch unsere Videos finanzieren können für euch und unser Equipment, dass wir zum Magnet verschmutzen, genau. Ansonsten schicke ich euch jetzt trotzdem noch mal kurz zu mir in die Zukunft, zum Videoschnitt, denn ich muss euch noch etwas Kleines zeigen. Also seht ihr mich dann gleich wieder in der Zukunft und danach sehen wir uns wieder hier an diesem Spot. So Leute, herzlich willkommen in meiner kleinen Schnittecke. Hier geschieht die ganze Zauberei des Videoschnitts, nachdem die Sachen abgedreht sind. Hier seht ihr Dateien, hier seht ihr ein Schnittprogramm. Hier passiert alles danach. Hier kann ich entscheiden, was ihr aus dem Video sehen sollt, wie ihr es sehen sollt. Genau. Aber zum Schneiden gehört natürlich noch etwas mehr als nur ein Schnittprogramm und Dateien, sondern auch der ganze Rest. Bildschirme, Tastatur, Maus und so weiter. Und auch noch etwas, was ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Und zwar der Stuhl hier. Hat schon etwas hinter sich, der ist schon etwas älter, der ist schon durchgesessen und leider nicht mehr ganz so bequem. Deswegen haben wir uns da mal etwas auseinandergesetzt. Und als erstes würde ich sagen, vielen Dank für deine Dienste. Aber so, jetzt ist er weg. Und ja, im Stehen schneidet sich schlecht. Was mache ich denn jetzt? Ja. Oh, schaut mal Leute. Postboten. Das ist ein riesengroßes Paket, geschickt von FlexiSpot. Wir haben uns mit FlexiSpot auseinandergesetzt und sie waren so freundlich, uns einen brandneuen Bürostuhl, einen ergonomischen Bürostuhl zuzusenden, mit dem ich ab jetzt meine Videos schneiden kann. Ihr seht dieses Monsterpaket, da drin birgt sich nun mein neuer Stuhl zum Schneiden. Ich würde sagen, das packen wir jetzt mal direkt aus. Und während wir dieses Paket auspacken, erzähle ich euch noch, dass FlexiSpot aktuell eine riesige Menge an Rabatten hat. Deshalb geht mal in die Videobeschreibung, der erste Link ganz, ganz oben, bringt euch zu FlexiSpot. Sie bieten ganz, ganz viel an. Sie bieten auch Schreibtische an, ergonomische Bürostühle, Gamingstühle. Alles, was das Herz begeht, ist dort dabei. Ihr seht auch hier gerade auf meinem Bildschirm einmal die Website von FlexiSpot. Das allererste hier gerade ist der Stuhl, der in diesem Paket drin sein soll. Ansonsten ganz, ganz viel weiß, schwarz, durchsichtig, alles ist dabei und natürlich auch, wie gesagt, noch mehr. So, das ist nun der neue FlexiSpot BS12 Pro, wie man ihn da auch als erstes sehen kann auf der Website von FlexiSpot. Es gibt natürlich auch noch viele andere Stühle, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mehrfach verstellbar, super cooles Ding, sehr bequem, muss ich sagen. Auch das mit der Lehne ist natürlich sehr angenehm. Aber jetzt würde ich sagen, das war's mit der Werbung. Jetzt auch zum Video, wo wir ein paar coole Sachen tatsächlich so erfunden haben. Film ab. So, mein erster guter Fund. Eigentlich mein erster Fund. Abgesehen von so einem kleinen Knüpsel da. Das ist wieder so ein schöner alter Bootshaken. Hab ich abbekommen. Natürlich gar nicht. Zack. Sehr schön aber. Guter, ja, halb guter Zustand. Hier hinten kommt dann so eine lange Holzstange ran und dann
Und damit so das Boot ans Ufer ziehen. Zack, genau. Oh, der zweite Fund. Ich habe, erkennt ihr es? Nee. Zack, und Fenster auf. Naja, mit ein bisschen Rahmen noch dran. Müsste das ein Fensterknauf sein zum Aufmachen. Genau. Kommt dazu. So mit dieser dicken Stange wieder. Wenn ihr euch wundert, was das da ist hier, was da? Das war ein altes Blech, was ich gerade hatte, was wieder reingefallen ist. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich filme, sondern die Ding da, was auch immer das ist. Das ist ein Gullideckel? Echt? Ich sehe kein Gulli. Das ist doch aber auch nicht. Also es ist eine Abdeckung für irgendwas, aber ich weiß nicht, ob es eine Gullidecke ist. Ja, schön, dass ich gefunden und ich schaue, ob ich mein Blech wieder finde. Das ist nämlich nochmal abgehauen. Ich hatte eigentlich schon oben. Mist. Jetzt habe ich auch wieder was. Ich habe auch wieder was. Und es ist eine überdimensionale Riesenstange. Ach du Scheiße. Ist die groß. Die ist immer noch nicht aus dem Wasser raus. Und irgendeine Tüte war gerade auch dran. Die ist gerade flöten gegangen. Ups. Was ist das denn? Ist sie lang. Und schwer. Ja, ich würde sagen, passt schon mal ganz gut in der Tuppe. Mist. Tüte habe ich leider verloren. Nachdem ich lange nichts gefunden habe, außer Stängchen, wie ihr seht, ja, sind doch einige zusammengekommen, habe ich mal irgendwas gefunden, was ich jetzt gerade nicht sofort identifizieren kann. Das sieht so aus. Ich gucke gerade, ob das hier oben von der Lampe ist. Von der Lampe, von der Laterne. Nachdem der Kameraakku alle war, halt nochmal. Ja, ich überlege, ob das vielleicht da oben von der Laterne hier ist. Aber es schaut nicht so aus. Aber irgendwie ist da ja irgendwie so eine Verzierung hier oben. Da. Genau. Und hier halt auch so ein bisschen schön gemacht. Da ist einfach eine Stange. Die zerbröckelt. Naja. Trotzdem mal wieder etwas. Am Magneten hängt sonst auch ein bisschen Mist. Oh, eine Batterie. Die gehört da natürlich auch nicht rein. Das heißt, die kommt direkt zack, in den Schrottplatz. Und wie jedes Mal gibt es auch irgendwie noch eine Frage an euch, weil wir nicht wissen, was es ist. Das sieht hier so aus wie keine Ahnung was. Das ist hier irgendwie so ein bisschen weiter an der Seite als da. Hat hier irgendwie so eine Art Säge. Also nicht Säge, aber es ist so gewellt. Ich weiß nicht, wofür es da ist. Ansonsten glatt. Keine Ahnung. Sagt mal, wenn ihr was erkennt. Ist Vollmetall, auf jeden Fall. Hm. Keine Ahnung. Ich hab was, ich hab was, ich hab was. Es kommt. Was ist schon wieder sowas? Ui. So ein Deko-Stück. Keine Ahnung, was ist denn das? Erklärt es mir, was ist das? Ach, Mann, keine Ahnung. Das ist wieder nicht von der Laterne. Aber es sieht irgendwie so aus, ne? So ein bisschen. Naja. Wer weiß. Ihr wisst sowas garantiert, so wie ich euch kenne. Daher. Ach, zack. Rinder und Mittagspause. Schauen wir mal, was es ist. Hängt schon wieder an der Wand. Es ist groß, es ist schwer. Es ist kein Stahlträger. Es ist einfach nur ein Rohr. Glaube ich. Magnet abhaben. Ja, einfach nur ein Rohr. Nicht mehr.
So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ihr seht, es war dann doch relativ erfolgreich. Ihr werdet wahrscheinlich nicht ganz so viel gesehen haben, weil sehr, sehr viele Stangen und so weiter dabei waren. Ich habe jetzt den Autoschlüssel aus der Hosentasche gezogen. Das soll ich natürlich nicht. Hier noch mehr Stangen, Krimskrams und so weiter und so weiter. Aber an der Masse her war es so ganz okay. Eine riesige Stange hier. Mal gucken, wie die überhaupt das Auto bekommen. Aber wenn ihr auch mit dem Magnetfischen anfangen wollt, nicht vergessen, die besten Magnete gibt es bei Magnetar. Mit dem Code Maskottchenco spart ihr 10% und ihr beteiligt euch etwas daran, uns zu unterstützen, weil wir an eurem Verkauf, wie gesagt, etwas Provision bekommen. Das heißt, ihr finanziert etwas unseren Kanal und unsere Projekte hier am Spot vor Ort dann bei uns beim Magnetfischen.